Jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Na Logo, wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist doch Ehrensache. Sieht's für dich mal finster aus. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. Jeder kennt die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Raphael kommt Michelangelo cool. Michelangelo geht ran. Da fliegt sie durch das Licht weg. Leonardo kennt nach Donatellos Plan. Auf die Schnelle immer helle. Und wird's auch manchmal knapp. Die Turtle-Jungs machen niemals schlapp. Oh. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Mega starke Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Und immer etwas schlauer. Gib endlich die Parameter für den negativen magnetischen Fluss ein. Es ist 4 Uhr morgens. Wieso müssen wir so früh aufstehen, um einen Computer zu programmieren? Ach, Shredder, während alle unsere Feinde schlafen, sind wir schon wach. Sind wir schon wach. Los, macht auf, ihr blöden Schleimschlammerhirnis. Oh, Mami. Muss ich denn heute unbedingt in die Schule gehen? Und geht sofort runter von meinem Bett. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, siehst du das denn nicht? Meine Instrumente haben die Existenz eines außerirdischen Metalls geortet. Ein Metall, das mir helfen wird, die Erde zu erobern. Hier, Shredder, ist ein außerirdischer Metalldetektor. Geh damit zur Erdoberfläche und finde es. Oh, Jesus, nicht schon wieder eine Reise zur Erdoberfläche? Wenn man sich vorstellt, dass ich nicht Geschäftsmann geworden bin, weil ich diese Vielfliegerei hasse. Wenn der Morgen erst mittags anfangen würde, wäre er sehr viel schöner. Du sagst es. Schlafen wir also weiter. Quatsch, es ist ein absolut wunderschöner, sonniger Tag heute. Steht auf und lacht, Leute. Du bist wohl völlig Banane. Oh, das war aber gar nicht nett. Das zahle ich euch heim, Freunde. Alles klar, Amigos. Frühstück ist fertig. Geschnetzelte Ochsenfroschpizza mit einer kleinen süßen Käsekäferauflage. Das ist das Komische an seinem Frühstück. Es ist immer das Gleiche. Hey, Donatello, es ist Schlabberzeit. Komm! Also wie könnt ihr nur ans Essen denken? Wisst ihr nicht, was heute für ein Tag ist? Nun, vielleicht ist heute der Denken-wir-nicht-ans-Essen-Tag. Also heute ist der nationale Sensei-Verehrungstag. Wow, die schleichen sich aber ein. Wir müssen Meister Splinter schnellstens ein Geschenk besorgen. Also, an was denkst du, Keule? Das hängt davon ab, was im Moment unser Geldinstitut sagt. Wer spielt den Schlachter? Ich. Na schön. Wer von euch Pappnasen steckte die sonnengetrocknete Tomate in die Tafelbank? Also wisst ihr, ich wollte sie nur für schlechte Zeiten aufheben. Wissen Sie, ich bewundere einen Mann, der zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat. Denn Männer machen ja schon mal einen kleinen Fehler. Wissen Sie, könnten wir das nicht mal bei einem kleinen Dinner ausdiskutieren, bei Kerzenlicht und... Hallo? Ein neuer Freund? Nein, er hatte nur eine falsche Nummer gewählt. Was soll ich nur machen, Burn? Es passiert eben heute einfach nichts. Vernon, du Krüppel, du weißt doch, was man sagt. Hund beißt Mann, das ist nichts Neues. Doch Mann beißt Hund, das ist eine Nachricht. Also, hau ab und beiß einen Hund. Geh und beiß einen Hund. Was glaubt ihr, wer ich bin? Ein Floh? Nein, Irma, nein, sag es nicht. Wisst ihr, ich glaube, in so einem Trödelladen sind nur Sachen, die niemand haben will. So wie es aussieht, steht jedes Akkordeon der Stadt hier. Als Musikliebhaber finde ich das toll. Hey, und wie wär's damit, Freunde? Dann wüsste unser Sensei auch immer, was die Glocke geschlagen hat, oder wie? Nein, das ist doch alles Schrott. Wir brauchen eine Übernummer, etwas echt Spezielles. Dann würde ich sagen, wir brauchen sowas wie einen Spezialisten für Geschenke. Entschuldigen Sie, wir suchen ein besonderes Geschenk für einen besonderen Freund. Vielleicht was Japanisches. Japanisch? Hm? Da habe ich vielleicht was Besonderes, meine Freunde. Der Mann, der es hier ließ, sagte, dieses Schwert wäre etwas ganz Besonderes. Es soll aus dem 15. Jahrhundert stammen. Da
Das Ding ist ein Treffer, Sir. Und wie viel wollen Sie dafür bezahlen? Na ja, ich würde mal sagen, was halten Sie von einer sonnengetrockneten Tomate? Nun... Das war das letzte Mal, dass ich dich auf meinem Schoß sitzend hab steuern lassen, du Produkt deines Schnullers. Moment mal. Ich bekomme einen Ausschlag. Vielleicht sind Sie allergisch, Chefchen. Das außerirdische Metall muss auf der anderen Straßenseite in diesem Trödelladen sein. Kommt mit! Was? Hey, Großväterchen, wir suchen was Besonderes. Da hätte ich ein Akkordeon. Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Man glaubt, was wir wollen, ist sehr viel wertvoller. Verdammt, das außerirdische Metall ist weg. Diese vier Männer, die gerade gegangen sind, was haben die gekauft? Sie kauften ein altes Schwert, doch es war nicht mal scharf. Aber ein Schwert ist aus Metall. Also wisst ihr, Freunde, ich denke, das Geschenk ist wirklich klasse. Da haben wir was Gutes. Das Ding ist bestimmt einen Haufen Geld wert. Ich will das Schwert. Los, gebt es mir. Ihr habt gehört, was er sagt. Also geben wir es. Es ist nicht zu fassen. Es sind tatsächlich diese verdammten Zoffen. Schnappt sie. Hey, Rino, du siehst aus wie einer, dem man Hörner aufgesetzt hat. Nicht kommen! Lass doch! Na, alles geschehen? Hey, noch so schaut den Bergel wieder auf, das finde ich überhaupt nicht witzig! Na schön, Schrottfresser! Du willst es also wieder mal auf die ganz brutale Tour! Hilfe! Ich habe schon lange darauf gewartet, aus euch Turtles Sushi zu machen. Ja, stoß dein letztes Gebet aus, Reptilienmutz. Nimm das, du Melonenkopf! Also fühle die Rache des Schredders. Warte! Was ist denn das? Hallo, Schrotti! Wo ist der Boss denn hin? Das weiß ich nicht, doch ich verschwinde auch. Also wisst ihr, wenn ich bedenke, dass... Also hier läuft irgendwas ab. Was? Schredder ist verschwunden, sagst du? Genau, Kränkchen, so als hätte ihn der Erdboden verschluckt. Genau. Sollte das nicht die Wahrheit sein und die Klinge ist noch in den Händen der Turtles, dann werdet ihr den Tag verfluchen, wo euch eure Mutter weggeworfen hat. Soweit ich weiß, hat sie ihn auch schon verflucht. Da bin ich wieder, Crank. Schredder! Das war ein klasse Auftritt, Boss. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ein Schwert die Realität durchschneiden kann. Das Metall wurde für außerirdische Raumschiffe hergestellt, die in weniger als einer Millisekunde die Dimension durchreißen. Dieses Stück muss von einem Raumschiff sein, das auf der Erde zurückgelassen wurde, und zwar vor tausenden von Jahren. Offenbar hat vor einigen hundert Jahren ein Japaner das Metall gefunden und ein Schwert daraus geformt. Ah, dieser alte Schwertmacher wird uns jetzt helfen, das Schicksal von Splinter und den Turtles zu besiegeln. Ich würde es noch schöner finden, wenn deine Wünsche auch verwirklicht würden, Schredder. Oh. Also es sah so aus, als würde er ein Loch in die Luft schneiden, in irgendetwas anderes. Naja, jedenfalls war es sehr scharf. Wisst ihr, in der Antike gibt es viele Geschichten über Schwerter. Sie lassen den Eigentümer verschwinden oder wieder auftauchen, je nach Belieben. Nun, wir wollten Ihnen das Schwert eigentlich zum Verehrungstag schenken, aber... Ihr dürft deswegen nicht traurig sein, es ist der gute Wille, der zählt. Denn wichtiger für uns ist, wir müssen es zurückbekommen, bevor Schredder und Krang etwas Böses mit dem Schwert anstellen. Aber wie wollen wir das anstellen? Ich glaube, ich weiß, wie wir das anstellen können. Splinter ruft April. Kommen, April! Der Schönling drückte sie fest an seine Brust und flüsterte ihren Namen. Irma! Oh, Irma. Irma? Sag April, sie soll sofort mit ihrer Kamera kommen. Ich mache eine tierische Story.
April, Vernon will ich sprechen. April? Sie ist weg? Lass das. Vergiss April, versuch lieber einen Veterinär zu finden, Irma. Für dich oder den Hund? Also wenn wir, also mit diesem Mikrowellensender müssten wir auf jeden Fall bis zum Technodrom kommen. Wenn Crane das Signal auffangen sollte, wird er sicher denken, er sieht eine ganz reale Fernsehsendung. Ja, Alter, das hast du ganz gut hinbekommen. Du machst nicht nur eine gute Pizza, du bist auch sonst ganz cool. Na denn los. Fertig, April? Fertig. Nein, versteh mich doch, John. Wir zwei werden niemals heiraten können. Ich bin doch deine Zwillingsschwester. Wir wurden nach der Geburt getrennt, weil es einen längeren Stromausfall gab. Glaube mir, wir dürfen heiraten, denn als ich geboren wurde, wurde ich mit einem anderen Baby vertauscht. Wir kommen die Tränen. Oh, Marsha. Oh, es ist so, so traurig. Entschuldigen Sie, Ladies and Gentlemen, wir unterbrechen jetzt für eine Sondermeldung. Nein, nein, ich will Josh und Marsha. Wir von Kanal 6 haben gerade erfahren, wo sich das geheime Lager der mysteriösen Schildkröten befindet. Und wo befindet sich das mysteriöse Lager? Es liegt in einer verlassenen Ecke der Kanalisation unter der Kreuzung Center Street und 4th Avenue. Und so fand ich die Turtles. Wer will da noch John und Marsha? Oh. Vielen Dank für deine Hilfe, aber du musst jetzt sofort gehen, denn es wird sicher gleich gefährlich für uns alle. Ich will nur hoffen, dass der blöde Schredder zugesehen hat. Um nichts in der Welt hätte ich das versäumen wollen. Schredder? Splinter, du bist zu lange ein Dorn in meinem Fleisch gewesen. Es wird Zeit, dass ich dich entferne, Yoshi. Du weigerst zu rosten! Eure Falle wird nicht funktionieren, Turtles. Denn ihr habt was vergessen. Ich habe das Schwert. Junge, wenn der Bursche zuschlägt, dann schlägt er aber auch wirklich eine Schneise in den Wald. Bitte keine Fotos. Na, warte, du Sackgesicht! Achtung! Jetzt kannst du mich im Fernsehen! Jetzt bist du an der Reihe, alte Ratte! Du hast wohl Angst, mir ohne Schwert gegenüberzutreten. Nur ein Narr würde diesen Vorteil wegwerfen. Schnell, er hat Splinter! Sie sind verschwunden! Oh nein, und ich hatte alles so schön aufgenommen. Willkommen auf der Rückseite des Jenseits, Yoshi. Große Worte. Ich schlage dich überall auf im Jenseits, Schredder. Hey! Yeah. Doch! Hast du schon vergessen, dass die Macht mit mir ist, mein guter Schredder? Das hat dieser blöde Obi-Wan im Krieg der Sterne auch schon gesagt. Und der muss denn sterben. Da ist ja der Bananenkerl. Wo ist Master Splinter, Schrottfresser? Gefangen in der Vorhölle des Jenseits, in der Leere der Realität. Und dort wird er ewig bleiben, wenn ihr euch nicht ergeben werdet. Also überlegt es euch, oder ihr werdet euren Sensei nie wiedersehen. Ihr habt genau eine Stunde Zeit, um über das Schicksal eures Meisters zu entscheiden. Rocksteady, Bebop, tretet euch die Füße ab und folgt mir. Denkt ihr, wir können Schredder trauen, dass er Splinter freilassen wird? Dieser Schleimer hat doch noch nie sein Wort gehalten. Ich hätte da einen Plan. Aber der ist nur durchzuführen, wenn der Schrottfresser auf dem alten Autofriedhof erscheint. Und wie machst du das? Willst du eine gravierte Einladung verschicken? Hä? Ich weiß was. Wir benutzen den Kanal 6-Sender, um die Nachrichten durchzukriegen. Steht hier nicht rum. Kommt weiter. Hey, Boss. Das sind die wo sind da die Teufel? Die machen wahrscheinlich gerade Mittags. Hier ist die große Leere. Hier ist nichts vorhanden, genau wie in euren Schädeln. Und jetzt Schnauze, Heather! Lass uns unser Duell jetzt beenden. Zu spät, Alterchen. Vielleicht in einem anderen Leben.
Los, machen wir, dass wir wegkommen. Ich muss mich etwas gedulden. Meine Zeit wird kommen. April, was ist dir denn passiert? Du siehst aus, als wärst du in die Kanalisation geplumpt. Du bist nicht informiert. So geht man heute, Kleines. Wenn sie stinkt wie eine Kanalratte, dann ist sie ganz bestimmt hinter einer ganz großen Sache her. Ich wusste es. Sie hat bestimmt wieder ein großes Ding auf der Pfanne. Und dieses Mal, April, werde ich dabei sein. Alles klar, Jungs. Okay, Freunde, jetzt ist Showtime. Hey, April, was gibt's auf dem Schrottplatz für eine Story zu finden? Vernon, was machst du denn hier? Nun, Kleines, ich will mal sehen, was das für eine Story ist. Und wir können Kinder haben. Oh, John! John! Marsha! Oh nein, nicht schon wieder! Hier ist April O'Neil. Wir unterbrechen für eine Sondersendung. Die Hero Turtles haben angekündigt, dass sie sich ihrem Erzfeind ergeben werden. Und zwar werden das die vier genau hier tun. Hier auf dem bekannten Zerstör-sie-und-schmeiß-sie-weg-Schrottplatz. Endlich! Endlich ist der Sieg unser! An deiner Stelle würde ich lieber ein paar Fußsoldaten einstecken, Shredder, denn die Schrottpresse ist nicht sehr angenehm. Wir wiederholen es nochmal. Mr. Shredder, es kann ja sein, dass Sie es vorher nicht gesehen haben. Also, die Turtles werden sich ergeben, und zwar hier. Oh, was wackelt denn da so? Nun, ich denke, Shredder hat die Nachricht erhalten. Hey! Ich sehe irgendwas da. Sind das die Turtles, Bebop? Nein, es ist ein 57er Studebaker. Ist ja nicht wundervoll. Du strapazierst meine Nerven, du Produkt eines Kolbenfressers. Wir ergeben uns, aber erst musst du Meister Splinter freilassen. Was soll denn das? Meinst du, ich falle rein auf dieses Spiel? Ich sehe nur drei von euch. Holt den anderen, oder ihr werdet euren Sensei nie wiedersehen. Also wenn Sensei, also mit diesem Magnet werde ich das Schwert hoffentlich kriegen. Entschuldige, Shredder, Donatello musste noch mal pipi. Deckung! Ihr Narren! Habt ihr gedacht, ihr könntet mich überlisten? Dieses Schwert ist aus außerirdischem Metall. Und dieser Elektromagnet zieht nur Eisen. An. Und Blechköpfe auch. Steht da nicht rum und gafft! Stellt den verdammten Magnet ab! Okay, Chefchen! Hey, Grüner, lass uns auf unseren Chef los! Hast du nicht gehört, Carmen? Vorsicht, ihr Idioten! Na, wartet, bis ich runterkomme! Füße hoch, Handsoldaten! Was sagtest du gerade? Hey, Alter, du weißt doch, wie ich das meinte, oder nicht? Nicht doch! Hört auf, ihr wird gleich was zerbrechen! Hey, das war cool, Donatello! Genau, der olle Schreddy sieht jetzt richtig Banane aus! Komm schon, Freunde, lasst uns jetzt das Schwert holen! Was ist denn das da? Wow, ein außerirdisches Raumschiff. Dieser Planet sieht aus wie eine Müllhalde. Ja, diese Erdenmenschen wissen jedenfalls, wie sie ihren Planeten vernichten, da sie weg. Aber sieh dir dieses einfache Gurkenmesser an. Wenn ihr noch mehr davon findet, würdet ihr es für uns zur Seite legen? Wir kommen am 3. Juni 2728 wieder. Vormittags oder nachmittags? Tschüsseli! Halt, wartet! Wir brauchen das Schwert, um unser Sensei zu retten! Hast du gehört, sie wollen ein Sensei retten? Das sollte eigentlich reichen, sollte es. Mein
Ein Nachrichtenwagen? Meine Kamera? Meldet sie fest! Oh, Donatello, das ist alles deine Schuld! Naja, ich hab gedacht, mir wäre eine gute Idee gekommen. Nun, hey, komm, was soll die Ladung? Es sieht aus, als wären da meine Schuhe. Wie sagt mein Freund Michelangelo immer? Kapabanga! Sensei, Sie sind wieder da? Na, Meister, wie war's auf der anderen Seite der Realität? Man erlebt eine Leere, die mit nichts gefüllt ist. Außer vielleicht meinem Nachrichtenwagen und meiner Kamera. Sprinter, das nächste Mal wirst du mir nicht entkommen. Meister, ich hoffe, Sie sind in Ordnung. Das bin ich, Donatello. Die Vorhölle ist ganz nett als Erfahrung, doch leben möchte ich dort nicht. Wie soll ich nur den verschwundenen Nachrichtenwagen Burn Thompson erklären? Du sagst, wie es war. Die intergalaktischen Trödelhändler haben ihn geklaut. Genau, Vernon wird das mit Sicherheit bestätigen. Wo ist denn der Strumpf? Hat sich bestimmt wieder irgendwo verkrochen. April, wo bist du? Hier ist denn da niemand? Lass mich raus! Oh mein Gott, ich weiß, wo er ist. Er ist, glaube ich, in einem Kofferraum. Naja, vielleicht komme ich so in die Presse. Mann, auf dem Schrottplatz verschwunden. Ja, das wäre eine Nachricht. Denn wir sind absolut gut. Wir zeigen euch, wo es lang geht. Wo wir sind, ist was los. Drüben New York City sind die Turtles riesengroß. Wir sind da. Absolut gut. Sind absolut gut. Na, Du dumme Gesichter. Wieso schaltest du um? Was soll denn das, Donatello? Wir sehen ja, gerade Phantomas. Das war das große Gänsenhausener Kunstfilmfestival. Also ich, April, bring gleich einen Sonderbericht und den sollen wir uns ansehen. Hier ist April O'Neill aus einem geheimen militärischen Testlabor. Ich werde Ihnen jetzt die erste öffentliche Vorführung eines Superlasers zeigen. Entschuldigung. Sie... Oh, Leute, da kann man nur sagen, seid froh, dass ihr nicht da draußen seid. Hey, du bist doch eine Schildkröte und die lieben Wasser. Wasser ist zum Waschen da, Fallerie und Fallera, auch also zum Zähne. Also das hier, das ist die Energiequelle des Lasers. Für diesen Laser braucht man eine enorme Energie, und zwar genau 1,3 Gigawatt. Molto Fantastico, Leute, oder nicht? Ich frage mich nur, wie viel ist ein Gigawatt? Also ein, um es genau zu sagen, wenn du ein Gigawatt verbrauchst, dieser neue Laser soll durch jedes dem Menschen bekannte Material schneiden können. Jetzt werden wir sehen, wie dieser Laser mit voller Leistung diese meterdicke Stahlplatte durchschneiden wird. Es sieht so aus, als wäre die ganze elektrische Leitung vom Blitz getroffen worden. Alle haben die Halle verlassen. Ein großes Licht erhält jetzt die Versuchshalle und irgendetwas kommt aus dem Licht. Es ist so was Ähnliches wie ein Roboter. Wow, was für ein Ritt. Wo bin ich hier? Es ist fantastisch, Ladies and Gentlemen. Diese Figur hat gerade gesprochen, und zwar in unserer Sprache. Was ist das? Das muss irgendwas aus dem Weltall sein. Gib Feuer! Die Bewohner schießen sofort auf Fremde. Das kann nur die Erde sein. Hey, was? Was ist mit meinem Laser passiert? Ich weiß nicht, aber machen wir lieber, dass wir wegkommen. Wir haben das Ding nicht mehr im Griff. Wir müssen das unbedingt vernichten. Ha, ha, ha. Das kitzelt. Ein extrem altes Lasermodell. Ich hoffe, es war kein Familienerbstück. Ist, was ist das für ein Ding? Was es auch ist, ich kenne jemanden, der es liebend gerne in die Finger kriegen würde, kenne ich. Hey, du meinst doch nicht... Na, wer sonst? Ich will diesen Roboter.
Jetzt hören Sie mal zu, Crane. Sie können nicht alles haben, was Sie im Fernsehen sehen. Das hier ist keine Teleboutique. Na ja, wenn der olle Crane sehr, sehr lieb ist, dann schenken wir ihm vielleicht einen zu Weihnachten. Ruhe, ihr mutierten Ochsfrösche. Ich habe noch nie so einen Roboter gesehen. Er ist durch Laserwaffen nicht zu verwunden. Er ist aus keiner Welt, die ich kenne. Warte, hast du das gesehen, Shredder? Das nennt man Nacken. Etwas, das Sie sicher gerne hätten. Oh, auch wenn ich nur aus hochwertigem Hirn bestehe, habe ich doch Gefühle, du unerzogener Strolch. Der Nacken dieses Roboter ist möglicherweise sein einziger verwundbarer Punkt. Also, du bringst diesen Dokilator an seinem Nacken an. Er wird sich über die Programmierung des Roboters hinwegsetzen, sodass wir ihn kontrollieren können. Wenn ich mir vorstelle, wir haben eine ganze Armee von diesen unbesiegbaren Robotern, dann, Shredder, wird die ganze Welt von mir beherrscht werden. Und dieses Dingelchen hatten Sie zufälligerweise hier rumliegen, hä? Wir dürfen nicht lange warten, also verschwinde schon. Und denke daran, die Batterien des Dokilators halten nicht lange. Du musst, wenn du den Roboter hast, hier sofort wieder erscheinen. Keine Sorge, ich werde Ihnen das Ding schon bringen. Ich wünschte, ich würde eine Dimension X-Dollar von dir kriegen für jedes Mal, wo du versagt hast. Ich habe das Gefühl, die Armee will diesen unbesiegbaren Roboter unbedingt in die Finger bekommen. Hi, Lady. Oh, hey, was machst du mit mir? Ich bin ein Gentleman, ich rette dich vor den Comanchen. Ich glaube, ja. April ist in ernsten Schwierigkeiten. Genau, denn sie muss sich diese langweiligen Cowboy-Sprüche anhören. Na, dann los, es ist Turtle-Zeit. Turtle Power! Lass mich sofort wieder runter, du Blechdosen John Wayne! Hey, R2G2, hast du was an den Ohren? Lass sie runter! Hallo Jungs, Mann, bin ich froh, dass ihr endlich da seid. Hey, wenn ihr euch duellieren wollt, dann zieht. So viel zum Thema, lass sie runter. Ich hab schon eine Idee. Hör zu, du wirst das Ding ein wenig beschäftigen, Michelangelo. Inzwischen greifst du und Donatello ihn von hinten an. Kommt und schluckt meine blauen Bohnen, ihr Feiglinge. Ihr zwei wolltet mir doch nicht etwa in den Rücken fallen, oder wie? Ich finde, wir zwei sollten das erstmal ausdiskutieren. Michelangelo, was soll denn das? Hast du einen an der Klatsche? Lass mich mal was ausprobieren. Hey, Bruder, Peace, Friede, Kumpel. Friede, Kumpel. Okay, Alter, los, gib mir 5. Also, wie ist dein Name, Alter, und von wo kommst du geritten? Ich bin Mac, mobiler, armierter, computerisierter Kombatant. Ich bin von Ebene 4, Sektor 8. Also, wenn Ebene 4, Sektor 8... Hey, was für ein Jahr ist denn jetzt, Mac? Hey Mann, das ist doch ein alter Kuchen. Wir haben das Jahr 2390. Der Typ kommt aus der Zukunft. Das Datum ist 400 Jahre später. Da will jemand mit uns reden. Ich werde diese lästigen Kerle ruhig stellen. So viel zu diesen Gunman-Fuzzis. Hör zu, Mac, die Gegend hier ist ein bisschen aggressiv. Am besten, du kommst mit uns. Geben wir dem Pferd die Sporen, Leute. Wie kommt es, dass du wie ein Cowboy redest, Mac? Weil es auf diesen langen intergalaktischen Flügen nichts weiter als ein paar alte Westernfilme zu sehen gab. Ah! Hey, was ist, Mac? Haben wir das nicht wieder spitze gemacht, Chefchen? Dieser Roboter steht jetzt unter meiner Kontrolle. Habt ihr gehört, Turtles? Ich bin unter deiner Kontrolle. Na, wunderschön. Der Schrottwisser hat sich gerade mal wieder die mächtigste Waffe der Welt geschnappt, hat er. Das ist vielleicht ein Megamist. Schneller, schneller. Sie haben Mac. Wir müssen sie aufhalten. Los, vernichte die Turtles. Ich vernichte die Turtles. Oh nein, Mac. Du wirst doch nicht wirklich schießen. Hey, was ist denn los? Hast du mich nicht verstanden? Ich sagte, vernichte die Turtles. Omre, ich habe das Gefühl, du bist auf dem Weg zum letzten Gefecht. Der Dokilator hat versagt. Ihr werdet jetzt tanzen, ihr blöden Kuhtreiber. Also, Schweinebacke, was tanzen wir? Walzer oder Popcorn? Ist mir egal, Hauptsache ich kann führen. Shredder und seine Hiwis machen schon wieder einen Abgang. Vielleicht haben sie eine Pizza im Ofen. Hey, Alter, ist alles okay? Wir dachten schon, du wärst durch Shredder ein bisschen umprogrammiert worden, dachten wir. Naja, ich fühlte mich für einen Moment unprogrammiert.
Doch ich kann solche Kerle nicht leiden. Sie sind zu gewalttätig. Hey, was heißt, du magst keine Gewalt? Du wurdest doch als Kämpfer programmiert. Das war ein Fehler, kleine Lady. Also, weißt du, Mac, ich würde gerne mal ein Interview mit dir machen. Mac, der Roboter aus der Zukunft. Von April O'Neil exklusiv. Werd ich dafür vielleicht ein Honorar bekommen? Da musst du aber ganz schnell in die Hufe kommen, sonst hat ihn dir Spülberg weggeschnappt. Also hast du mal wieder eine Niederlage eingesteckt, Shredder. Du kannst nichts dafür, du bist nur mal eine Doppel-Null. Wenn ihr blöder Dokilator funktioniert hätte, wäre das nicht passiert. Ich habe deine dämlichen, miserablen Entschuldigungen satt. Ich habe schon einen besseren Dokilator entwickelt, einen, der nicht versagt. Wenn er funktioniert, kriegen Sie auch Ihren Roboter. Das schwöre ich Ihnen. Hand aufs Herz und hoffe auf den Tod. Welches Herz? Shredder, du bist schon in Ordnung. Das war ein tolles Interview, Mac. Immer zu Diensten, Ma'am. Dann sollten wir jetzt gehen, Gevatter. Oh nein. Du Nummer 5, was treibt dich denn hierher? Mac, das ist doch nur eine Fernsehkamera. Oh, wie seltsam. Er sieht aus wie mein Bruder. Also, er schlägt auf jeden Fall jede U-Bahn. Hier gibt es viel zu sehen. Ich will noch viel mehr lernen. Ich will sofort zur nächsten Speicherbank. Hä? Hey, was meint unser Freund mit Speicherbank? Ich glaube, er meint eine Leihbücherei, meinte. Da müssen wir da lang. Oh Mann, großartige Turtles, ja. Aber großartige Leser, nein. Sie haben hier einen Sicherheitsbeamten, also macht nicht so einen Lärm. Wahrlich faszinierend. Wow, sowas nennt man Lesen. Das wäre was fürs Guinness-Buch. Hey, was tut ihr hier nachts um diese Zeit? Ich lese Bücher, Alter, und das macht tierisch Laune, du Penner. Bist ein Klugscheißer, ha? Ich werde dir was geben. Machen Sie keine Probleme, Sir. Wir werden die Bücher alle lesen, auflesen. Komm, Freunde, räumt schon auf. Einen Moment. Das ist doch der Roboter, den die Armee sucht, nicht wahr? Ja. Es ist schön, gesucht zu werden. Jetzt weiß ich es, ihr Vieh habt ihn entführt. Nicht anfassen, das mag ich nicht. Ups. Nette Herzchen. Also ein Herz, also ich denke, es wird Zeit, dass wir aus dieser Bibliothek verschwinden. Ja, und zwar so schnell wie möglich. Wartet, ihr Schleimer, und kommt sofort zurück. Ich finde, deine Kanone sitzt zu locker im Hals der John Wayne. Aber dieser Aufseher wollte doch gewalttätig werden. Und ich hasse Gewalt. Entschuldige, aber ich könnte gewalttätig werden, wenn ich Herzchen unter Höschen sehe. Dieser nette Herr ist unser Sensei Splinter. Hallöchen, Kumpel. Ach ja, Hallöchen. Hey, komm, Mac, ich zeig dir meine Werkstatt. Da kannst du dir jede Menge Daten einpfeifen. Okay, ich bin auch sehr hungrig nach Daten. Mann, willst du mich schmoren oder grillen? Entschuldige, seit meiner Ankunft sind meine Kreisläufe etwas desolat. Was ist passiert, Mann? Euer primitiver Bildempfänger hat gerade seinen Geist aufgegeben. Was meinst du mit primitiv? Wir müssen für diesen Empfänger noch 28 Raten bezahlen. Ich habe mit unserem Freund einen Test gemacht und ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass ihm die Reise nicht bekommen ist. Also, sein Zustand verschlechtert sich rapide. Und wie können wir dem Kleinen helfen? Ich glaube, dem Typ ist nicht mehr zu helfen. Er wird eine echte Gefahr werden. Der Junge wird wahrscheinlich explodieren, wird er. Ach du Schrott! Ich darf meinen Freunden keinen Schaden zufügen. Ich muss sofort verschwinden. Hey, was seid ihr denn für Figuren? Das wird dich etwas abkühlen. Hört zu, ihr zwei Pfeifen. Ihr geht jetzt an die Oberfläche und wartet dort auf mich. Chefchen, Krang hat doch gesagt, wir sollen ihn, wenn wir ihn haben, sofort ins Technodrom bringen. Er wird sein Spielzeug noch früh genug kriegen. Aber zuerst werde ich mich eine Weile mit ihm amüsieren. Master Splinter, ich glaube, Mac ist verschwunden, ist er. Vielleicht hat er uns vorhin belauscht. Er wird in dieser dreckigen Stadt keine Minute durchstehen. Er ist völlig unerfahren in unserer Welt. Und die Gefahr ist für alle groß. Ja, besonders wenn sich einer in seiner Nähe befindet, Meister. Sehr gutes Interview, April. Oh, danke, Chef. Die Fernsehzuschauer werden ihn lieben, diesen friedlichen militärischen Roboter aus der fernen Zukunft. Zu schade, dass er kein Auto fährt. Habt ihr schon gehört? Aprils Roboter hat ein Polizeirevier attackiert. Das ist Mac. Oh, du. Ich dachte, es wäre ein friedfertiger Roboter, aber er zerstört die ganze Stadt. Wo willst du hin? Ich will über ihn berichten und die Turtles warnen.
So ist es gut. Chaos, Zerstörung. Das liebe ich. Schnell, Freunde, ihr müsst Mac unbedingt aufhalten, bitte. Keine Angst, wir tun, was wir können. Oh, junge Mann, seht euch das an. Das ist doch absoluter Megaschrott. Ist mir schlecht. Also, ich glaube nicht, dass Max so Schrott tun würde. Ich schon, sieh mal da. Kennt keine Gnade, Kämpfer. Vernichte die Turtles. Es ist der Schrottfresser. Und er hat Mac unter seiner Kontrolle. Raus hier und volle Deckung! Ich liebe den Geruch von Lasern in der Nacht. Er unterscheidet sich gewaltig von dem Mech, den wir gekannt haben. Ich mochte den alten irgendwie lieber. Wo sind neue Ziele? Wow, was für ein Anblick. Oh? April, was ist? Bist du okay? Oh, vergiss mich. Sieh dir mal an, was dieser blöde Kerl mit meiner Kamera gemacht hat. Also der blöde, Mac kann doch nichts dafür. Shredder benutzt ihn mit irgendeinem Gerät, womit er ihn kontrollieren kann. Und doch was, der Gute kann jederzeit explodieren. Wir sollten jetzt lieber verduften, denn irgendwann macht es Kavum. Dann ist es, glaube ich, egal, wo du dich befindest. Es ist genug destruktive Kraft in ihm, um die Stadt in einen Schrotthaufen zu verwandeln. Shredder, ich will sofort diesen Roboter im Technodrom haben, bevor ihn dir die Turtles wegnehmen. Diese verblödeten Reptilien werden mich niemals finden. Ich habe mein Image geändert. Sieh her, guter Crank, während die Turtles verlassene Lagerhäuser und schabenverseuchte Wohnblöcke durchsuchen. Schwelgt der schlaue Fuchs im Luxus. Und wer zahlt dir diesen Luxus, mein guter Shredder? Ich habe mir ihre außerirdische Expresscard ausgeliehen. Ohne die verlasse ich das Technodrom noch nie. Mac muss genau diesen Weg lang gelaufen sein. Sieht irgendwie so aus, als hätte der Junge Blähungen. Noch ein Schein, ja, naja, er hilft vielleicht einigen armen Menschen. Also wenn er, weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, als würde er uns irgendwo hinziehen. Ich hoffe, du hast recht. Also irgendwas sagt mir, das hier ist der Ort. Du und deine verrückten Ahnungen. Nicht stehen, gehen. Sehen Sie sich das an. Ich bin ruiniert. Ich schwöre Ihnen, das war das letzte Mal, dass ich meine Suite an eine Bande Junggesellen vermietet habe. Wissen Sie, in welche Richtung Sie gegangen sind? Sehen Sie sich den Teppich an. Oh ja, da kommt Freude auf. Molto Katastrophe. Ich würde sagen, Sie führen zum Keller. Das ist ein Zeichen dafür, dass unser Schrottfresser immer tiefer sinkt. Ein Transportmodul. Sie entkommen uns schon wieder. Hey, da steht noch ein Modul. Folgen wir ihm. So wie ich das sehe, müssen wir zuerst die Fußsoldaten erledigen. Wenn ihr erlaubt, Freunde. Hey, Kumpels. Ihr habt euer Gepäck vergessen. Diese Fußsoldaten sind doch irgendwie Banane. Bist du sicher, dass du so eine Rakete hier fahren kannst? Was soll denn schwierig sein? Wenn Bebop und Rocksteady es können, können wir es auch. Ist mir schlecht. Also, mein Plan sieht folgendes vor. Wenn das Zeitportal sich öffnet, wirst du mit einer Armee deiner Roboterfreunde in diese Dimension zurückkehren. Ja, mein Meister. Oh, wie lieblich doch diese Worte klingen. Und es werden viele von diesen netten Figuren sein, die gehorchen, wenn ich etwas befehle. Aber der Energiefluss wird den da zerstören. Gut, dann muss ich wenigstens nicht länger seinen grässlichen John Wayne-Westentaschendialekt ertragen. Oh, was ist das? Ein zurückkommendes Transportmodul. Und es transportiert die Turtles. Sie wollen ganz sicher ihren Roboterfreund hier rausholen. Doch wir sind gut erzogen und heißen unsere Gäste willkommen. Fußsoldaten 3 und 4, ihr werdet sofort kommen. Ich frage mich, wo die alle sind. Und der Herr sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Ja. Hallo, Überraschung. Findet ihr den Laden nicht auch Molto Extremo, ja, Jungs? Ja, wieder Albtraum eines Cartoonisten. Ich habe das wohl gehört. Eure Albträume haben gerade erst begonnen. Bald wird euer Roboterfreund in seine Dimension fliegen und mit einer Menge großartiger Kämpfer zurückkehren. Das kannst du doch nicht tun, Mac. Das kann er doch. Seht mal her.
Nur keine Panik, Kumpels. Wir haben diese Banditen im Sack. Jetzt ist er frei von Cranks Kontrolle. Molto Fantastico! Yeah! Diese verfluchten Hero-Turtles sind schon wieder frei! Und wieso steht ihr denn da noch alle herum? Los, schnappt sie euch! Ja! Oh. Da! Das war die Übernummer! Ey, wir danken dir, Alter! Null Problemo, guter Junge! Wo sind meine Steinsoldaten? Attacke! Was? Das solltest du nicht machen. Max, sieh mal nach hinten! Das Zeitportal ist offen. Das sieht aber gut aus. Max, du machst jetzt wohl besser einen Flieger. Max will nicht wieder zurück. Zu viel Krieg und Gewalt. Hör zu, Compadre. Wenn du nicht sofort gehst, dann wirst du ganz sicher gleich explodieren. Hey, du kannst doch ein Kämpfer für den Frieden werden in deiner eigenen Ära. Ein Kämpfer für den Frieden? Ja, das fetzt. Adios, Compadres. Und tut mir einen Gefallen. Grüß den alten John von mir. Es hängt ein Pferd. Er hat meine wertvolle Erfindung zerstört. Reicht dem Mann ein Tränenglas. Inzwischen geben wir vier Gas. Mehr als das. Und ich verzweifle, Crank. Na los, putzt sie weg, Freunde. Draußen steht noch ein ganzer Wagen voller Pizzen. Was Mac-Man jetzt wohl macht, ob er auch glücklich ist? Also wenn nicht, ein Glück, dass sie auf unserer Seite waren. Ja, der Typ konnte echt gut mit dem Laser umgehen. Mac war sicher ein guter Freund. Doch er gehörte in seine eigene Welt. Also, Splinter hat recht. Und wenn er geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich Schaden angerichtet, hätte er. Oh nein, die Pizza! Na schön, Leute, dann gibt's eben Sachertorte. Wir brauchen keinen Mech, der Schaden anrichtet. Wir haben doch unseren Michelangelo. Denn wir sind absolut gut. Wir zeigen euch, wo es lang geht. Wo wir sind, ist was los. Drüben in New York City.